Heute ist Montag, es ist allerhöchste Zeit für den Anpfiff der Montagsfrage und die lautet diesmal: Kennen Sie eigentlich Saskia Batusia, Glinda Brisonik und Annike Kran? Und was ist mit Babette Peter oder Simone Lauder? Kennen Sie alle nicht? Na, dann sollten Sie das aber schleunigst ändern. Denn die Damen, deren Namen Ihnen hier wie Schall und Rauch durch die Gehörgänge gegangen sind, das sind die Märchentanten des Sommers 2011. Und anders als beispielsweise bei Angela Merkel oder Ursula von der Leyen, wird das Märchen, das uns diese Tanten erzählen, auch wahr. Und zwar am 17. Juli beim Endspiel in Frankfurt. Ja, jetzt haben sie es, nicht? Es geht um die Frauen-Weltmeisterschaft im Fußball. Das ist ja für viele, in der Regel männliche Zeitgenossen, immer noch eine völlig undenkbare Kombination. Frauen und Fußball, das passt zusammen wie Bier und alkoholfrei. Seit sich der erste Steinzeitkicker an einer Felskugel die Füße blutig getreten hat, während seine Frau in der Höhle das Dino-Schnitzel brutzelte, seitdem betrachten die selbsternannten Herren der Schöpfung das Fußballfeld als Refugium der reinen Männlichkeit. Frauenfußball. Da kommt bei vielen Männern erst nur so ein verächtliches Grunzlachen aus der heiseren Kehle, dann dieser klassische ach die ärmsten Blick und schließlich der uralte Blödmannswitz mit dem Trikottausch nach dem Abpfiff. Haha, da will ich auch noch zugucken. Von diesen geistigen Sportinvaliden werden Frauen, die es wagen, den heiligen Rasen in Fußballschuhen zu betreten, immer noch gestraft und zwar mit Verachtung. Dabei können von dem, was die meisten der deutschen Nationalspielerinnen erreicht haben, ihre männlichen Sportskameraden nur träumen. Weltmeister, Europameister, Champions League-Siege. Da fragen Sie mal den Michael Ballack, was er dagegen zu setzen hat. Zugegeben, nur sehr wenige Frauen in der Welt sind in der Lage, einen so leichtfüßigen und eleganten Ball zu spielen, wie beispielsweise Horst Rubesch, Katsche Schwarzenbeck und Harald Knopka es in ihrer aktiven Zeit getan haben. Aber dafür grätschen sie ihren Gegnerinnen auch nicht permanent von hinten in die Knochen und sie rotzen auch nicht alle 10 Sekunden auf den Rasen. Sie spielen einfach nur Fußball. Über 1 Million Frauen und Mädchen sind beim DFB als aktive Fußballerinnen registriert und die feiern mit ihren Fans in den nächsten 3 Wochen das größte Fest in der Geschichte ihres Sports, das Sommermärchen 2011. Jetzt geht's los. Millionen Menschen verfolgen zu Hause an den Fernsehern das Geschehen in den restlos ausverkauften Stadien. In allen Städten versammeln sich Hunderttausende zu riesigen Public-Viewing-Partys und das Frauenfußballfieber erfasst die ganze Nation. Und wenn dann am 17. Juli Birgit Prinz den Pokal in den Himmel reckt, dann versinkt das ganze Land in einem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer und die Menschen liegen sich jubelnd in den Armen und feiern die strahlenden Göttinnen des Fußballhimmels. Das ist doch mal ein Märchen. Einziges Problem, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein.